Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria mit mir. Hallo, guten Tag. Ja, müssen wir mal schauen, was wir die Folge machen. Die letzte Folge waren wir ein bisschen erkunden, ne? Wenn ich mich richtig erinnern kann. So. Wir könnten mal uns darum kümmern, dass wir hier so ein bisschen ausstocken an Zimmern und so. Ja, das machen wir. Und hier ein bisschen ordnen. Und vielleicht hier in die Richtung ein bisschen sortieren. Meinen. Sortieren. Krampf. Genau. Müssen wir erstmal schauen, wo habe ich Steine, wo habe ich Steinziegel. Habe ich überhaupt noch genügend Steine? Aber am Ende müssen wir eh noch runterbuddeln. Wir müssen wahrscheinlich eh runterbuddeln. Na, machen wir das doch. Ja, wird schon irgendwie gehen. Seil haben wir nicht. Seil brauchen wir. Bomben können wir wegräumen. Ist nur die Frage, wo habe ich das Seil hingelegt? Wo ist denn das? Bin ich dumm und sehe das einfach nicht im Inventar? Spiralseil. Das heißt, der muss doch irgendwo dann erfahren. Ja, mein Gott. Ja, okay, beschützen wir lieber noch den Daniel. Ein Gilbar. So. Auf geht's nach unten. Das dürfte reichen, oder? Ja. Vielleicht noch am besten. Was brauche ich denn gerade nicht im Boomerang? Buddeln wir uns mal so ein bisschen weiter nach unten, ne? Ich werde jetzt eh ein bisschen rumcutten, weil jetzt gerade nichts Spannendes passiert. Oh no. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Okay, ich soll vielleicht erstmal schön, dass die mir die Sicht ver... So. Tun wir die hier mal nach links expandieren. Oh oh. Au. So. Wie bringen wir das jetzt weiter? Wir graben einfach hier ein dickes Loch rein und dann fließt es hier so rüber. Dann haben wir zumindest den ersten Teil. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Oh oh. Mein Gott. So. Haben wir schon mal den ersten Teil hier. Das Problem jetzt aber an der ganzen Sache
Ich habe vielleicht etwas Bullshit gebaut. Just saying. Wir sollten das Ganze ja ein bisschen abfüllen. Und so funktioniert es. Aber wenn man Wasser unten dran hat, ist es eigentlich ganz geil. So die Sache, ich bräuchte halt einen Leuchtstab, den ich nicht habe. Furzkissen. So. So. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch einen Gang nach rechts bauen. Dann fließt es hier langsam ab. So, ich weiß, da unten ist eine Höhle. So, jetzt haben wir auch die Map wieder. Ein Stress schon wieder hier, das ist der Wahnsinn. So. Das war dumm. So, dann kann man hier ein bisschen ausleuchten. Falls wir mal Matsch brauchen, kann man hier hin. Oh Gott. Dass hier unter Wasser immer so viel... Unter Wasser, genau. Dass in Höhlen immer so viel Wasser sein muss. Mein Gott. Mein Gott. Vor allem mein Gott. So. Bisschen Zinn noch abbauen. Oh, da unten kommt wieder ein riesiges Wasserbecken. Oh no. Jetzt die Frage, tun wir einfach weiter, da, ich sehe da unten schon ein Ding, eine Kiste. Die Sache ist, entweder wir können jetzt hier links weitergehen, ne? Also erstmal das Teil hier abfließen lassen, sowieso.
Und dann könnte man halt echt nach links weitergehen. Und dann links quasi weitergraben an dem Teil vorbei. Ist, glaube ich, die bessere Entscheidung. Da wird nämlich eine komplett neue Höhle aufgemacht. So. Bergbautrank. Alles klar. Die Sache ist, wir müssen da runter zu der Kiste. Wir müssen das relativ schnell machen. Jetzt haben wir auch einen Leuchtstab. Sehr gut. Und mit dem Leuchtstab können wir uns unter Wasser den Weg leuchten. Ah. Sharkbait. Oh, nice. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Das ist nice. Das ist nice. So. Also, was haben wir hier? Sandcastle Bucket. Summon the Shark Pup. Du. Kommt das hier rein? Oh, cool. Oh, jetzt haben wir einen Hai hier als Freund. Oh, das ist cool. Das ist cool. So. Und dann. Der Schwimmring ist auch neu. Ich soll vielleicht mal hier eine Fackel platzieren oder so. Ich sehe halt nicht. So. Jetzt haben wir da so einen geilen Hai. Und wenn der unter Wasser ist, geht die Blase weg, oder? Ja. Das ist cool. So, die Sache ist. Warum? Komm her. Du Wurm. Na komm. Da kommt der von unten, das Sackgesicht. So. Da müssen die Fackeln hin. Da kommt wieder Wasser. Aber da könnte man easy mal schnell eben untertauchen. Natürlich mit dem Leuchtstab. Und gucken, ob ihm. Was haben wir denn da drüben? Eine Hülle, die gerade geflutet wird. So, und jetzt kann man hier nämlich schön ausleuchten. Wow, Ricky. Sehr gut gemacht. Also es bleibt sich, glaube ich, gleich. Aber noch ein paar Spinnweben. Mehr ist hier aber nicht. Alles klar. So. Da ist dann halt echt nichts. Ah, da drüben ist was. Warum kann ich da nicht rein? So, da drüben haben wir wieder Eisen. Sehr gut. Gleich ein Seil befestigen. Hier ist fucking viel Eisen. Und hier ist das nächste. Oder das. Oh! Oh boy! Oh boy, das hätte ich ja fast gar nicht gesehen.
Leuchten wir erstmal kurz aus und dann fangen wir mal an. Na komm. Sind eigentlich, glaube ich, ganz gut bedient hier so. Jetzt brauche ich natürlich den Dreck. So. Och. Bisschen Wolfram, ne? Und nach dem Wolfram. Können wir dann das ganze Eisen abbauen. Drüben ist doch wieder eine Höhle. Ich lasse mich viel zu leicht ablenken. Von irgendwelchen Höhlen. Und wieder nur irgendeine Wasserhöhle. Super. Eine größere Wasserhöhle. Ich sehe da was. Okay, doch nichts Spannendes. Ich platziere mal eine Fackel. Genau, das Eisen. Das Eisen ist jetzt, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Die Frage ist... Du, Baby Shark, du. So. Dann hätten wir das Eisen auch mal abgebaut, dann können wir das Zinder auch noch gleich mitnehmen. So. Mal ein bisschen Zinn mitgenommen. Es gehen langsam die Fackeln aus. Spätestens dann können wir das Ding beenden hier. Also das Minen. Wir haben jetzt auch ordentlich Stein mitgenommen, glaube ich. Und wenn nicht, dann bin ich traurig. Sagte ich schon 25, du, das wäre echt traurig gewesen. Holy moly. Hier ist ein Slime. Der kann sich mal verpissen. So. Schön fein hier alles Erz mitnehmen, ne? So. So, hier haben wir noch Eisen. Das reicht dann, glaube ich, schon für komplett Eisen-Equip. Also zumindest bei den Werkzeugen. Bei der Rüstung brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Da können wir uns erstmal die Zinnrüstung fertig machen. Stimmt, jetzt haben wir noch das Platin, ne? Vielleicht reicht es sogar schon für eine Platin-Spitzhacke. Wäre zumindest cool. Je nachdem, wie lange wir halt hier noch unten sind, können wir halt noch mehr Platin finden, ne? Wisst ihr es ja eh. So. Das sieht beide aber richtig weird aus, wenn so ein Typ mit einem grünen Bart und einem Schwimmreif in der Höhle ist und Stein abbaut. So. Ja, da unten wäre noch das Eisen. Lass mal da eben hin. So, jump. So, jetzt nach oben. So. Jump in Ranwunder hier. Und zack.
wie mache ich die da unten jetzt am besten weg? Müssen wir danach. So. Damit wären die weggemacht. So. Wie geht's jetzt hier hoch? Mit einem Seil. Ja gut, aber wegen einem so ein Ding lohnt sich das eigentlich nicht. Ja, das ist ein bisschen Seil, mein Gott. Ja, Wiederbelebungstank. Belebt wieder, ja. No joke. Außerdem kommen wir, glaube ich, so noch weiter nach unten. Kann das sein? Wäre zumindest cool. Okay, hier wäre da. So, da kommt jetzt gleich ein Schleim runtergeflogen. Oh, zwei Fackeln. Nice. So. Wurm. So, dann können wir uns darüber bauen. Gibt es nämlich wieder Schätze. Aufpassen nicht, dass er von dem Stein zerquetscht werden. Ah, Heiltrank. Da oben geht's weiter. So, oh Gott, ich sehe viel Eisen da drüben. Oh ja. Da ist ordentlich Eisen. So. Jetzt erstmal hoch. Ich meine, dass da ein Knopf ist. Es war kein Knopf. So, ich könnte jetzt. Oh boy. Ich könnte jetzt natürlich hier das Platin wegspringen. Ich weiß halt aber nicht, ob ich alles rauskriege, wenn ich es wegspringe. Deswegen ganz easy. Nimm mal mit. Das Dynamit. Nimm mal mit. Und bauen das Platin so ab. Das reicht schon für eine Platin-Spitzhacke, I think. Unten ist was blau leuchtendes. Da können wir dann gleich mal hinschauen. Wie so eine Motte, die vom Licht angezogen wird, just saying. So, klick, 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 klick. Das ist ordentlich Platin, was wir jetzt gerade hier rauskriegen, das ist echt gut. Eisen, Eisen. Das ist das Elixier der Welt. Bisschen Eisen. Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Was laber ich eigentlich wieder für eine Scheiße, ey? Wahnsinn. Ah, der kam von oben. Frick.
Oh Gott, war das knapp. Da war so ein Schießding. Da brauche ich jetzt den Leuchtstab, weil sonst sehe ich nichts. Sind keine Piranhas. Sehr gut. Das Haus würde ich jetzt nicht unbedingt fluten. Aber was ich will, ist looten. Hehehe. Kann man so ein cooles Bild mitnehmen. Schauen wir mal. Alter, Morgenstern, wie geil. 87 Silbermünzen, holy shit. Da haben wir aber ordentlich abgeräumt. So, und jetzt hat, können wir hier ein bisschen improvisieren. Und das Wasser ein bisschen ablaufen lassen. Das komplette Wasser. Nehmen wir das Zinn hier mit und dann fluten wir. Aber so wie es scheint, geht es noch ein bisschen weiter nach unten. Was so viel heißt wie, die Höhle geht noch weiter und ich flut gerade irgendwo in einen Bereich von der Höhle. So. 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 Wir fluten jetzt. Ah, I see. Da ist das Ende. Gut. Fackeln. Wir haben wieder ein bisschen Holz. Wir können uns tatsächlich ja noch mehr Holz holen. So. So, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, war das vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Hier zu fluten. Okay, hier wäre nichts gewesen, was von Wichtigkeit wäre. Ja, vielleicht das Wolfram hier. Oh, oh. Oh. Huh. Holy, holy shit, holy shit. Holy shit. Ach ja. Ich wollte ja noch ein bisschen Holz abbauen hier. So. Und daran kann man eine Fackel platzieren. Just saying. Ich sag zu oft just saying. Ich weiß nicht, woher das kommt. Just saying. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich mir das angewöhnt habe. Das ist wieder Wattmann, der dann die ganze Zeit oder was sagt, oder was. Just saying, oder was. Da kommt eine Fledermaus, oder was. Komm mal her. Oder was? So, jetzt kann ich eine Fackel hin. Dann sieht man ja auch wieder mal ein bisschen. Also wie hier. So. Da ist noch Wolfram, was wir natürlich mitnehmen. Dann wird die Aufnahmesession ein bisschen länger gehen, damit wir noch ein paar mehr spannende Sachen haben. Meine ist jetzt nicht das Spannendste, vor allem wenn ich nicht so viel rede. Weil ich quatsche ja gerade eigentlich gar nichts, to be honest. Trinken wollen wir ja nicht. So. Geht's nur nach unten. Wieder ein bisschen Wolfram. So. Was hätten wir denn so für Themen, wo man drüber quatschen kann? So. Jetzt noch wieder Fackeln. Das heißt, es kann weitergehen. Ich höre Jubel. So. Wo könnte man denn so drüber quatschen? Eigentlich nichts. Das ist das Problem. Jetzt sehe ich da unten was. Sehr gut. Wir haben eh genug Muni. Man müsste halt bloß mal treffen, ne?
Man müsste halt mal treffen. Platin! So. Uff. Oh, ich sehe da unten den Mama-Schleim. Excuse me. So. Also diesen Schwimmring ist schon echt praktisch. Dann muss man sich nicht Gedanken machen, wie man wieder nach oben kommt beim Ding, weil man schwimmen kann man ja nicht ohne Item. Floaten wir einfach nach oben. Das ist eigentlich sehr praktisch. So. Seil nach unten. Einen Zombie. Okay. Sitzen sie alle unter mir, oder? Getroffen. Und dann holen wir uns mal den Leuchtstab hier raus. Ein bisschen erkunden müssen wir halt auch noch, ne? So, das ist mal wieder ein riesiges Wasserbecken. Was denn so gut wie? Was ist denn da? Das ist, glaube ich, das Erz, das wir nicht abbauen können. Nice. So, ein bisschen da hoch hin und wieder nach oben. So, die Frage, wie kommt man wieder komplett nach oben, ne? So. Und dann kann man hier ganz easy hochklettern. Und dann kommen wir wieder zu unserem Ursprungsort. Der da hier ist. Irgendwo. Okay, anscheinend habe ich wieder noch nicht mitgedacht. So, jetzt hat er aber Ursprungsort. Genau, das war da, wo wir das viele Eisen gefunden haben. Und, ja. Wie können wir denn hier jetzt am besten weitermachen? Und weiter nach unten buddeln? Eigentlich könnten wir das mit dem Wasserteil da, wo der rote Schleim ist. So. So, schön nach unten graben. Fackel nicht vergessen.
Wir kommen gleich in die Höhle. So. Bin ich dumm? Oh nein. Ich habe wieder ein bisschen Seil verloren. So. Lässt du mich jetzt mal? Oh Gott, da kommt ein blauer Schleim. Na komm. Jawohl. Oh, was ist denn da? Holy shit. Haben wir da feines neues Gebiet gefunden. Holy moly, was ist denn hier los? Muss wieder vorsichtig sein. Nicht, dass wir hier sterben, ne? Das wollen wir nämlich nicht. Uns mal ein Stuff. Roboterhut. Ausrüstbar Mode-Item. Oh, cool. Guck, wieder so ein hässlicher Wurm. Aha. Da muss ich doch noch eins hoch. So, und zack. Jetzt ist die Frage. Haben wir da irgendwas verpasst? Nee. So, was soll dieser Baum da? Ich könnte den eigentlich fällen, dann habe ich mehr Holz. Es ist halt einfach ein fucking Steinbaum. Alles klar. Auch nicht schlecht. Oh Gott, ist da eine große Höhle. Was ist da unten? Was macht da diese komischen Geräusche? Das werden wir gleich sehen. Ah, ich erinnere mich an die Teile. Die sind fies. Das ist noch ein grauer Schleim. Oh! Okay, das war fast unser Tod gewesen. Au. Riesenshelly. So. Damit wird der Riesenshelly weg. So. Oh Gott. Da geht's ein bisschen weit runter. Für meinen Geschmack. So. Gerbottich. Da können wir eigentlich ordentlich mitnehmen hier. So, und... Oh, eine Wolke in der Flasche. Mm, das ist geil. Das ist geil. Eine Wolke in der Flasche ist echt geil, weil jetzt können wir nämlich richtig geil... Alter, verpiss dich, scheiß Ledermaus. Den hier machen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, dass wir das jetzt haben. Und wir haben mehr Holz, mit dem wir mehr Fackel machen können. So. Da oben ist irgendein Erz. Aber ich schätze mal, dieses Erz können wir nicht abbauen. Oder?
Ja, da können wir, glaube ich, lange klopfen. Das wird nix. So, hier kann man ein Seil runterlegen. Oh, oh. Ist der in das Haus reingesprungen? Are you fucking kidding me? Da krieg ich den auch nie mehr raus. Und ich laber schon wieder Bullshit, weil ich den natürlich da rauskriege. Ich bin doch nicht dumm. Genau, das war jetzt wichtig. Holz. Wir brauchen das Holz für Dinge. Für Fackeln. Damit wir uns ein paar mehr Fackeln craften können. Wie schaut es denn aus mit Glibber? Haben wir überhaupt Glibber? Habe ich gar kein Glibber? Ich muss Glibber haben. Bin ich einfach nur blind? Ja, bin ich. Ich sehe den ehrlich gesagt gerade nicht. Hier ist das Holz. Wir müssen Glibber, wir haben noch gerade Schleims gekillt. Ach, da ist er. 52. Oh, easy. So, da können wir hier jeden zweiten Block abbauen. Kann man nämlich noch drauf latschen und fällt nicht gleich runter. So. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Seil. So. Achso. Da oben ist wieder so ein Steinbaum. Holy shit, hier geht's ganz schön ab. So, da ist wieder Platin. Und da ist ein Edelstein, den man sich holen kann. Ein Amethyst. Hier ist wieder Sand. Pass. Ist ja super. So. Dann bauen wir uns hier wieder hoch. Alles Platin würde ich nur ungern liegen lassen. Na, da kommt doch einer. Ich höre ihn doch. Da unten ist so ein Skelettding. Da ist nichts, alles klar. Wieder ein Riesensee. Yay. Das ist Wolfram. Und das sind Rubine. Was war denn das für ein Geräusch? Na, verpieseln Sie sich, bitteschön. Oh, da ist Mama Schleim. Oh Gott. Wie killen wir jetzt den Mama Schleim? Ja, der kommt eh hoch. Das sind zwei Mama Schleims. Oh oh. Yeah.
Oh Gott. Himmel. Ha. Natürlich sind in dem fucking Wasser 100.000 Piranhas drin, ey. Lebenstechnisch. Ah, das sieht noch in Ordnung aus. Alter, fucking hell, wie viele Piranhas sind denn da? Gut, dass ich mich gerade nach oben gebaut habe. Nee, nee, nee. Genosse, das machen wir nicht. So. Erstmal abgesichert gegenüber dem. Jetzt können wir die Piranhas hier snipen. Das sind fucking viele Piranhas. Stabal und werfen es nach unten. So. Ah, dieser fucking Schleim. Warum ist auf einmal bei mir so dunkel? Wurde meine Sicht geslimed oder wie? So. So. Hier können wir erstmal sicher verweilen. Und dann weiter gucken, wie wir das Ganze hier. Oh, das wollte man nicht. Runter. Jetzt ist nur die Frage, wieder nach oben. Hui. Nehmen wir mal schnell die hier mit. So. Das sind ganz viele Amethysten. Habe ich das richtig gesehen? So, und jetzt schauen, dass ich hier. Ach, eh da. Da ist er eher in Luftloch. Ja, warum habe ich es dann nicht gesehen? So. Damit wir auch wissen, in Zukunft, dass ein Luftloch ist. Ne? So. Da unten ist eine Kiste. Ich habe die gesehen. Die snacken wir uns jetzt noch. Beziehungsweise wir sollten vielleicht erstmal noch unser Inventar klären, bevor wir die snacken. Weil es doch etwas voll ist. Vielleicht brauchen wir ein paar Sachen nicht. Zum Beispiel, was wir nicht brauchen. Da kommt ein Schleim. Ist nicht gut. Okay, der trifft mich hier nicht. Passt. Ist der Lehmblock momentan und der Matschblock. Dieser fucking Schleim, ey. Verbissen Sie sich. Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Oh, das war gefährlich schon wieder hier. Mann. Ich war doch gerade dabei, mein Inventar zu clearen. Dieser fucking. Die Schleims regen auf. Verpiss dich. Fast tot wegen dem. Können wir uns erstmal hier einen Trank reinpfeifen? So. Was können wir noch wegwerfen? Die Tür. Tür brauchen wir nicht. Was können wir noch wegwerfen? Wir können ein paar Fackeln craften. So. Wir können noch mehr Fackeln craften. Dann können wir den Schlickblock hier wegwerfen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, Ninja-Sterne brauchen wir eigentlich auch nicht. Passt. Haben wir wieder ein bisschen Inventarplatz, den wir dann dafür verwenden können, um quasi das Zeug hier unten zu nehmen. Irgendwas klopft schon wieder hier auf Tür ein.
Was bist denn du? Flusskrebs. So. Oh, nice. Eine Leuchtpistole. Nicht gut. Ich würde gerne die Bilder mitnehmen. Krankenschwester. Oh Gott, im Himmel. Wie macht man das jetzt am besten? Und am geschicktesten vor allem. Ich weiß, wie wir es machen. Ganz easy machen wir das. So. Und schon haben wir das Problem gelöst. Ja, jetzt müssen wir erstmal das ganze Zeug hier erstmal schnell stapeln von dem, was wir schon haben. Und erstmal hier ablegen und schnell stapeln. Boomerang, das machen wir mal noch drin. Oh, direkt hier eine Sternschnuppe, ja, optimal. So. Genau. Und das ist noch eine Sternschnuppe, die wir uns snacken können. Oh, der hat Regenmantel dabei. Die wäre auch cool, wenn wir das kriegen. Ah, schade. Oh, noch einer mit Regenmantel. Okay. Da vorne ist noch eine Sternschnuppe. Sogar noch zwei. So. Zack. Genau. Dann würde ich mal sagen, was ist mit der Folge Terraria wie immer? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.